Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 15 Project Farmer, wieder mit dem Guten. Hallo. Mit Dino. Hallöchen. Und mit der Julia. Hi, hi. Ist das richtig, dass wir hier Raps ansehen? Oben, ja. Anscheinend schon. Machen wir erstmal nur überall. Na, bevor ich jetzt hier lossteche. Ich müsste die Sämaschine anschalten. Oder möchtest du ansehen, Julia? Wieso fängst du mit einem Feld das Ansehen an? Weil hier einmal schon rundherum angesät ist. Ach, da ist schon angesät. Du siehst das, wo hier diese Stoppel noch stehen, das ist noch nicht angesät. Und hier, das ist schön glatt wie ein Babypopo. Und das spreche ich aus Erfahrung. Kann ich schon machen. Bin ich vielleicht diese Folge mal ein bisschen produktiver? Wenn du möchtest, kannst du den neuen Traktor quasi einreiten. Da kannst du den neuen Traktor einreiten, genau. Wo ist er denn hin? Bin schon da. Aber gib's ihm nicht zu dolle. Es ist nur ein kleiner. Oh. Okay. I give my best. So, lass mich überlegen. Ich glaube, du müsstest nur B drücken und dann kannst du schon losbrettern. Sämaschine anschalten, tatsächlich. Abgesenkt hatte ich sie schon. Jo, sieht gut aus. Da ist auch so eine Blume, oder? Bei der, was du ansehst. Jo. Jo, das ist Raps, das ist gut. Gut, dann tanke ich mal den Guten nochmal ab. Der ist bestimmt gleich voll, oder? Jo. Mensch, Junge, mach doch die Rundumleuchte an. Wo siehst du mich dann besser, oder was? Da weiß ich, ey. Ab 80% Rundumleuchte und wenn du leer bist, einmal hupen. Also es gibt gerade Missionen. Ja, für den Frontlader. Allerdings, ach Quatsch, wir stehen hier drinnen. Da drinnen nichts im Lager, oder? Doch 8000 Liter, aber bringt uns das was? Wenn du willst, kannst du zweimal F drücken, Jürgen. Nee, ich bin 30 Tonnen. Also F wie dann Feld. Oder zweimal. Weil dann vorne und hinten Arbeitslicht hast. Nee, ich hab nur hinten. Entweder vorne oder hinten, beides geht nicht. Dann sind deine Grafikeinstellungen zu niedrig eingestellt. Das könnte sein. Weil wenn du die auf Max hast, hast du, glaube ich, beides. Aber in den Spiegeln, das siehst du, wenn du inne bist, oder? Ich bin nicht inne. Ach so, okay. Wir versuchen das einfach mal. Es tut mir leid, Geronimo. Ups. Ah, Renny schrottet schon wieder irgendwas. Der gute Geronimo. Ja. Hat geklappt. Der Geronimo schleicht sich aber auch irgendwie in jedes Let's Play rein. Kennt denn eigentlich irgendjemand? Nee. Nee. Jetzt machen wir kurz Hupe. Hupe. Nee, guten. Kurz, danke. So, und jetzt, wisst ihr, mach ich weiter. Super Club. Komm. Wahnsinn. Nee, jedenfalls hier hört man noch die Hupe. Ja, beim Bausimulator hört man die leider nicht. Beim Bausimulator hört man die leider nicht mehr, ne. Spielst du alleine guten oder spielst du? Im Moment spiele ich immer noch alleine, beziehungsweise ich habe jetzt auch schon fast eine Woche nicht mehr aufgenommen, weil ich mal, weiß nicht, 3-4 Stunden gezockt habe. Also so 2 Spieler ist dann auch das Maximum, ne? ja. Kann ich dir so sagen. Wieso? Weil wir haben es zu viert versucht. Also wir haben es einmal zu viert probiert, das ist eine absolut katastrophal. Aber wirklich absolut katastrophal. Also solche Synchronisationsprobleme und also die Fahrzeuge, die stecken dann in den Gebäuden drinne. Oder, also es ist absoluter Wahnsinn. Geht es denn so viel schneller zu zweit? Ja. Ja. Das auf jeden Fall, weil du kannst natürlich schon allein, wenn du zum Händler fährst, also wenn wir zum Baustoffhandel fahren, der eine lädt mit dem Ladekran auf am Brötchenwagen und der andere lädt mit dem Gabelstapler auf. Ja. Ja, also da bist du schon sehr, sehr schnell. Und beim Abladen natürlich dasselbe. Oder beziehungsweise beim Abladen nicht, aber der eine kann. Wir machen es halt so, es kümmert sich halt jeder um meinen Bauabschnitt. Der eine holt halt Kies. Und der andere holt halt schon das Zeug vom Baustoffhändler oder holt halt den Bagger oder so. Also du kannst die Arbeit sehr gut aufteilen. Wenn das. Kann man auch unterschiedliche Missionen gleichzeitig machen, dass der eine gerade schon ab Level 10 den Container wegfährt. Also eine ganz andere Mission, nicht nur einen anderen Bauabschnitt. Ja, da kannst du jetzt mit Vorarbeiter einstellen. Wenn du Level 10 erreichst, also derjenige, der das joint, das Spiel, der das hostet, da kann dann den zweiten Vorarbeiter einstellen und dann kannst du auch zeitgleich 2 Missionen annehmen. Okay. Eigentlich gar nicht schlecht. Nee, ist richtig, also das passt eigentlich. Man braucht dann dementsprechend nur die Fahrzeuge. Jo. Passt eigentlich. Du! Was für Fahrzeuge habt ihr da bislang? Wir haben einen großen Mulkenkipper, dann haben wir jetzt einen Zementmischer geholt.
Obwohl wir da jetzt Missionen kriegen, wo wir die Zementpumpe dafür bräuchten. Ja, das Problem ist, der Zementmischer hat zwei unterschiedliche Einsatzzwecke. Und zwar einmal einfach nur, um Fundamente, also ein bestimmtes Fundament einfach nur auszugießen. Das kannst du direkt mit dem Zementmischer machen, indem du rückwärts halt den Beton da reinlaufen lässt und dann halt direkt Fundamente fürs ganze Haus gießen. Und das geht halt leider nur mit der Betonpumpe, ne? Ja. Und du siehst absolut nicht vorher, was du brauchst. Das ist das Problem. Dann hast du nachher ganz viele Missionen und kannst sie nicht fertig machen, oder wie? Ja, oder du machst halt McMania-Style. Also pumpst du quasi aufs Dach. Nee, ich bin mit dem Zementmischer in die Grube gefahren, wo das Fundament drin ist, und bin dann quasi da drin rumgefahren und hab das. Weil wir mussten es ja irgendwie fertig machen, es geht ja nicht anders. Ja. Und ja, dann mussten wir einmal ein bisschen Blödsinn machen. Was kostet die Betonpumpe? 200.000, ja. Und der Zementmischer kam, ich weiß gar nicht, was da kam. Oh, ich bin voll. 135? Also 335.000 brauchst du da erstmal. Allerdings. Ich hab noch gar nichts gekauft. Ich hab die ganze Zeit nur gespart. Ich hab, glaube ich, jetzt eine 250.000 oder so zusammen. Du kriegst halt ein Fahrzeug gekauft. Aber man muss ja sagen, es wird halt auch jetzt schon, wo wir jetzt sind, immer leichter, weil die Aufträge halt einfach schon bis zu 160.000, 180.000 bringen. Ja. Also lange Freude hat man daran nicht. Also nicht. Spätestens wenn du alles gekauft hast, ist das Ding ja eh durch, ne? Wenn du dann alles da zwei, dreimal benutzt hast, dann. Dann arbeitest du nur noch zum Spaß. Wenn es dann Spaß macht. Ja. Naja. Bin mal gespannt, wenn die ersten Mods da rauskommen. Und wie sie funktionieren werden. Und ob überhaupt. Ich weiß, ob also, da eine Community da ist. Ja, und was, was halt absolut unverständlich ist jetzt irgendwie, ist halt das Jahr Release-Verschiebung. Also das ist mir bis heute nicht eingeleuchtet. Und auf der Gamescom sah das jetzt auch nicht wirklich anders aus als jetzt. Nee. Ja, das ist etwas, was man irgendwie oft nicht versteht. Nee, also das ist wirklich ganz komisch gewesen irgendwie. Weil was die in dem Jahr da gemacht haben, also am Multiplayer haben sie nichts gemacht, das steht fest, weil sonst würde der funktionieren. Ja. Wobei sie auch auf der Gamescom gesagt haben, dass sie bislang noch gar keinen Multiplayer da fertig hatten. Oh, super. Also haben sie den jetzt wahrscheinlich erst in den letzten Monaten dazu geschustert. Na gut, er ist immer noch nicht fertig. Ja. Deswegen funktioniert er wahrscheinlich auch nicht anständig. In dem Sinne, ja. Ja, jetzt habe ich hier wieder einen kleinen Streifen stehen lassen. Also Mods im Multiplayer wird, glaube ich, ein Ding der Unmöglichkeit dann, wenn es so schon nicht geht. Wird schwierig auf jeden Fall. Ja, hinterher wird es mit einem Mods viel, viel besser laufen, weil es die Leute machen, die es halt wirklich drauf haben. Der war auch nicht schlecht. Ja, ist doch klar. Also kümmerst du dich dann demnächst um die Mods? Ja, selbstverständlich. Top. Das ich erfinde jetzt einen Rohrreinigungssimulator. Das wäre... Oh. Wie muss man sich das vorstellen? Oh, ich wusste, dass das jetzt kommt. Nicht drauf ein, wenn das die Herren von Astrakhan oder Runde Media hier noch hören, kommen sie wirklich noch auf die Idee, sowas zu machen. Ach, wir können andere fragen, ob der nicht Bock drauf hätte. Ich zock alle Simulatoren. Definitiv. Fast alle. Fast alle. Also, ich meine, es macht ja auch unglaublich immer wieder Spaß. Man freut sich ja drauf und man stellt sich ja irgendwie was vor und ist dann voller Erwartungen und wird ja... Und dann wird man ordentlich enttäuscht. Ja, da stehe ich einfach drauf. Ja, auf diese Enttäuschung, ne? Nein, natürlich nicht. Obwohl ich sagen muss, Transocean habe ich zum Beispiel nur gespielt, weil Randy gesagt hat, hier, das soll ganz gut sein, guck's dir mal an. Weil ich habe, also Schiffe ist ja nun gar nicht meins, muss ich ehrlich sagen. Ja. Und ich war echt begeistert. Also Transocean hat mir Spaß gemacht. Ja, wobei Transocean wird auch, also es ist, lebt eigentlich davon, dass es irgendwann dieses Ultraschnelle einfach nur noch in 3 Minuten da irgendwie so und so viele Millionen. Und nichts Langwieriges eigentlich, weil sonst wäre es eigentlich ziemlich langweilig. Na gut, du wenn brauchst du halt später immer noch manuell einpacken würdest und so weiter. Ja, ja, aber dann du zieht brauchst sich ja alles ewig, dann geht da nichts vorwärts. Also ich habe aber zum Beispiel 8 Folgen gebraucht, um meine Reederei freizukaufen am Schluss. Ja. Also das war schon nicht von schlechten Eltern. Aber naja, wie gesagt, ansonsten ist es eigentlich ganz easy. Also es war echt ein cooles Spiel. Steckt halt Deck 13 drin, ne? Leute sind ja nur erfahren. Bei Deck 13 macht ja irgendwie, da hat größtenteils immer noch Adventures gemacht. Oh. Die haben sich da jetzt, ja. Kennst du Deck 13 nicht? Nee, ich hab grad hier auch guten.
Achso. Kenne ich aber auch nicht. Bei mir fliegen hier teilweise. Ja, ja, bei mir backt ein Baum in der Luft. Da hinten auf dem Feld liegt einer. Das ist echt blöd hier mit den Bäumen, ne? Das Ding ist eigentlich, ich habe es bis jetzt echt die ersten Tage ein bisschen ausprobiert und danach wird nie wieder angefasst im Forst hier. Bringt ja auch nicht viel. Ja. Aber wo ich sagen muss, welchen Spielehersteller ich richtig gut finde, ist Acta Logic. Also das ist wirklich sowas, das ist richtig gut. Also da ja, kann ich jeden nur ans Herz legen. Gute Agrarsimulator-Qualität, ne? Ja, oder Müllabfuhr, das ist Acta Logic. Die stellen was auf die Beine, die Jungs. Ja. Ist die ernst machen gemeint? Doch jetzt die das ist ja voller unglaublich viel Ironie. Tag wieder raus, ne? Was hauen die? 3 oder 4 Spiele an einem Tag. Nicht gesehen. Was für Spiele? Aber alles so Zeug, wo du schon vorher siehst, okay, lass mal das gut ist sein. Agrarsimulator mit anderen Fahrzeugen, so ungefähr. Oh, nice. Und dann einmal, ach genau, die machen hier, es gab ja mal diesen Car-Mechanic-Simulator, ne? War der von Acta Logic? Ja. Oh, der war nicht schlecht. Die bringen 3 oder 4 Mal diese Version jetzt raus, einmal für Traktoren, einmal für Baumaschinen, einmal für normale Fahrzeuge und immer halt jeweils ein einzelnes Spiel. Und eigentlich ist das immer dieser Car-Mechanic-Simulator. sind nicht doof, ja, die gut, Jungs. Sie wissen, wie man Geld macht. Ne? Zumindest, wenn man sich die Screenshots so anschaut, würde ich sagen, da ist kein Unterschied. Acta Logic ist, dass die haben ihren Sitz, glaube ich, in der Slowakei, wenn mich da nicht irre. Ja, Slowakei, glaube ich. War das Feld? Ach nee, war es noch nicht. Das ist also ein typischer osteuropäischer Entwickler. Julia, haben sich alle hier allein gelassen auf dem Feld? Ja, ich stimme jetzt dann noch hinterher. Und nee, mach ich schon. Was? Was, oder willst du das unbedingt machen? Ja, ich habt ihr das große Feld schon gedüngt? Ja, wir müssen die Zeit spulen dann. Das große Feld sollte gedüngt sein, ja. Warte mal, Julia, du bist doch fertig, oder? Gleich. Okay. Einmal. Dann kannst du gleich die Zeit hochnehmen, Randy. Jo. Mach ich gleich. Ich bin ja auf jeden Fall mal gespannt, ob ÖIG nächstes Jahr am Landwirt was macht. ÖIG. Ob die am Landwirt 15 was machen oder ob die am Landwirt allgemein noch was machen oder ob sie das Projekt durch in die Tonne gefahren haben. Landwirt 15? Boah, der Landwirt war aber auch so ein Ding. Schlecht. Gute Idee, ja. Schlecht umgesetzt. Ich wollte gerade sagen, die Idee dahinter war gut. Aber die füttern sie ihre Tiere? Mit was? Ja. Ja, das patchen wir nach. Benutzen Sie bitte einen Schneidewerkswagen auf der Straße. Das war auch nicht schlecht. Der war auch gut. Also, die haben wirklich gute Sprüche gebracht, da kann man nichts sagen. Ja. Also lustig waren die Jungs in dem Spiel. Definitiv haben sie immer mal einen Knaller eingebaut. Füttern Sie Ihre Tiere, da kratzt du dir kurz am Kopf. Das Geile ist aber, deine Tiere verrecken auch, wenn du nicht fütterst. Das war ja das Geilste. Aber du kannst sie nicht füttern. Jahreszeit, sind 3 Hühner gestorben. Ja, aber wie soll ich es denn verhindern? Ja, guck mal, konntest die Tiere nur nachkaufen, was anderes war nicht möglich. Richtig. Ja, das war auch so eintönig. Da das Veterinäramt gesagt, kommt. Ja, da hat die haben ja, das, die haben einen entscheidenden Fehler gemacht. Und zwar, die haben keinen Multiplayer gehabt. Multiplayer hätte das Spiel, wäre das ganz anders abgelaufen. Ja, das war, selbst mit Multiplayer wäre das zu schlecht gewesen. Meinst du? Der Agrarsimulator hatte auch einen Multiplayer. Ja gut, aber einer, der auch nicht funktioniert, oder? Ja, ich glaube, da hätte man sich die Augen verbinden müssen, damit man da irgendwie noch was Gutes dran findet. Wie gesagt, das Potenzial vom Landwirt und grafisch, technisch und halt alles gut, sie haben halt extrem mit Kontrast rumgespielt, wurde bemerkt. War das schon gar nicht so verkehrt, aber wie gesagt, es hat halt wieder so viel gefehlt. Du fährst, warte, ich guck mal kurz, wie du stehst. Wow. Wo ist die liebe Julia? Da, auf die Straße, auf dem Feldweg. Rechts, da, genau. Oh, jetzt fast wieder in die Arme. Ja, fahr da auf dem Feldweg, genau. Das passt jetzt rechts. Moment, Schneideberg. Und vorne an der Straße, also fährst du links. Okay. Und dann kommst du direkt zum Hof. Ach, zu den Hühnern. Genau. So, hier wird schon wieder fleißig geputzt. Oh, mein Schneideberg will nicht. Wird nicht sauber? Ja. Ich glaube, es kann noch rein. Da wachsen Büsche auf dem Feld. Bin schon unterwegs. Das ist gut in seine Schuld. Geht auch nicht mit Dings, wenn's dran ist. Nö, kannst du ja mal ausprobieren. Miau. Haben wir hier eine Katze? Eine ganz heiße Mieze, ne? Ganz heiße Mieze-Katze, ja. Wah!
What the fuck? War ich jetzt erschrocken? Ich bin tot. Alter Schwede, mir ist gerade das Schneidwerk ins Gesicht geflogen. Aber ich glaube, es wird Zauberguten. Vor allen Dingen, ich bin ausgestiegen und in dem Moment drückt sie mich dann gegen den Reis. Entschuldigung. Boah, Alter, ich war jetzt aber auch erschrocken, wo das Schneidwerk auf einmal mein Gesicht gechumpt kam. Kann nichts aber dafür. Es ist auf einmal sauber. Weißt du warum? Okay. Du musst hier auf den... Ich renne einfach mal eine Weile hinterher, bis du anhältst. Oh, die klingt aber ganz schön am Verrecken, die Hupe, ey. Oh, der Martin Reus ist aufpassen. Da ist auch ein bisschen... Oh, auch reingefahren. Was ist denn hier los? Martin, immer hier bei der, ich weiß gar nicht, was der hier macht, der Martin. Nee, weiß ich auch nicht. Ich werde noch hier das letzte wegbringen, dass wir uns jetzt den Thresher in der nächsten Folge leisten können. Ja. Wie weit sind wir denn, zeittechnisch? Zeittechnisch, 15. Gerade so, 15, ah, okay. Aber ich will noch schnell das Gelümpel loswerden. Hier, guten. Jetzt haut er ab, ne? Das kann nicht wahr sein. Hier, da, auf die Schrift hier. Auf. Das habe ich. Mensch. Hast du gemacht? Ich war sogar schon mit dem Ding da, mit der ja, Kartusche drin. In der Schrift. Ah, drin ist vielleicht zu weit. Oh. So, boah, was ist los? Der Name ist cool. Nix. Ich steig hier nie wieder aus. Alles gut. Was ist denn los, Julia? Nix. Allein in deiner Männerwelt. Ja. Aber du bist trotzdem, das muss man an der Stelle auch nochmal sagen, eine sehr gute, nee, eine, Moment, drücke ich das jetzt aus, wenn du das falsch rüberkommst. Du bist eine große Bereicherung für uns. Ja, Julia ist schon immer ein angenehmer Aufnahmepartner gewesen. Habe ich nie bestritten. Das freut mich. Mir letztens gefragt worden, woher ich euch eigentlich kenne und ob ich euch privat kenne. Also mich schon. Und Randy auch. Das ist aber leider nur noch Guten und Sachse gefragt worden. Ja, es ist. Ja, ist in Ordnung. Ach, den. Ach, hier geht's nur nach Fame, weißt du? Hab das schon lange mitgekriegt. Also sonst sich halt von statt Maggie Maggie nennen. Das ist vielleicht bekannter. Wir müssen jetzt hier kurz. Wir machen jetzt hier wieder alles sauber und dann müssen wir warten. Ne, wir müssen nicht warten. Randy könnte mal die Zeit langsam hochnehmen. Ist zwar schon lange, aber... Nee, gerade eben stand sie noch auf 1. Also sag nicht, ist schon lange. Du lügst. Kann ja wirklich wahr sein. Ja, also schämt sich. So, warte mal. Wird das jetzt hier oder wird das jetzt nichts? Ah, ist belastend mit dem Saubermachen. Vielleicht gibt es ja zu Weihnachten von Giants den Patch als Geschenk. Wäre nicht schlecht. Ein Saubermacht-Patch. Oder die machen es wie MR-Software und machen über Weihnachten halt einfach mal das komplette Forum zu. Lalala, wir sind nicht da. Das ist es ja. Na, die Reifen sind auch dreckig. So, jetzt. Hallo. Warte. Da ging es um den Anhänger an und für sich. Ja, bin ich ja schon dabei. Hetz mich nicht. Gut, dann würde ich sagen, meine Freunde, ich glaube, ich habe anmoderiert, da sind wir fertig für den Part. Mal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten dann wieder, wenn ihr wieder mögt. Und Däumchen da lassen nicht vergessen. Videobeschreibung gucken für die anderen. Bis dann, haut rein. Ciao. Tschüss. Ciao.